Guck mal, siehst du, sowas was kann ich mir merken. Es waren viel zu viele Offline-Subs. Ich weiß halt nicht, wer jetzt offline gesubbt hat und bei wem ich mich halt noch nicht bedankt habe. Das yeah! Scarlett! Ja, Mann! Ja, Mann! Nice! Wow! Voll Odds Type 0! Voll Odds Type 0, Mann! Ja! Wahnsinn! Voll Odds Type 0, Leute! Voll Odds Type 0! Ich raste aus hier! Ich raste aus hier, Mann! Wie lange hat das jetzt gedauert? Das war jetzt fast 2 Wochen. Fast 2 Wochen. Shit. Wahnsinn! Alter, nice. Wahnsinn! Da ist es! Shiny Type 0! Bei Full Odds, ja? Das ist das Shiny Pokémon aus Gen 7, was man am schwierigsten bekommt. Wahnsinn! Regi nur so Craggasm. Wahnsinn! Ja, Mann, ich raste gerade aus! Das ist das richtig am PogChamp Craggasm. Das erste Erfolgserlebnis seit 2 Wochen, Leute. Und dann noch dieses geile Shiny-Pokémon bei Full Odds, ey. 1819! Nice. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, wie nennen wir es? Wir hatten noch einen coolen Namen dafür. Wir nennen den es... weiß ich leider nicht. Ah, wir hatten irgendwelche echt geilen Namen dafür. Aber gerade nach 2 Wochen, das ist echt krass. Ja, Mann. 2 Wochen, jedes Mal Soft Reset, Soft Reset, Soft Reset. Und jetzt ist es endlich da. Wir hatten einen echt geilen Namen dafür. Das war irgendwas mit Type und dann halt so 0 oder so. Stimmt, ich wollte es Type und dann die Nummer der Encounter nennen. Oh, nice. Ich wollte gerade sagen, Type 0. Ja, wir wollen es Type und dann 0 nennen. Wir wollen es Type und dann 0 nennen. Haha. Haha. Nicht Tür. Boah, ich darf jetzt nicht auf Start drücken, Leute. Wenn ich jetzt auf Start drücke, ich bin am Arsch. Oh Mann, ich mache jetzt erstmal hier das Gummi ab. Nach dem Crack ist das Gummi ab. Entschuldigung. Hä? Ist okay. Okay, dann ist ja gut. Oh. Da ist es, Leute. Tür. Weniger als Shenlong, lol. Aber das darf man nicht in Relation setzen. Das ist ja Full Odds. Und Shenlong war ja... Das war ja lächerlich, wie lange das gebraucht hat. Ja. Shenlong war halt echt... It's ridiculous, it's been months, for some reason I just can't get over us, and I'm stronger than this. Oh, geil. Und vor allen Dingen, wir haben das Wesen zu 100%, ja, zu 100% wegen Synchro. Einmal bitte Synchro PogChamp in den Chat, ja. Synchro, lol. Da, wo das Synchro so eine geile Sau ist. Erstmal den Gummi abmachen, Regi, into Galaxy. Ja, ich glaube, danach ist es eher nicht mehr so gut. Ich finde, gerade danach sollte man es machen. Nicht während des... Entschuldigung, ja schon. Ist gar nicht raus. Ich mein, da ist die Tür. Ich mein, während des Shiny Huntings brauchst du das Kombi doch noch. Scarlett zieht es raus. Das muss ja immer L und R drücken. Ich gehe ja schon. Da ist die Tür, Scarlett. Ich gehe. Wahnsinn, ey. Das erste Erfolgserlebnis seit Wochen. Das tut gut. Oh, ich hab keine Kinderhörnchen mehr. Grip-Kinderhörnchen. Hat Type 0 alle gegessen. Richtig sad. Da haben wir es, Leute. Frohes Wesen. Fucking shiny. Wow, ist das Ding geil? Das ist geil. Ne, ich hab schon gespeichert, Leute. Ich hab schon gespeichert. Das geht ruckzuck, deswegen bekommt man das nie mit. Ah, ich hab leider die Richterfunktion noch nicht. Das heißt also, wir können uns die DVs nicht angucken. Ah, schade. Wieso wärst du vorhin RIP gewesen, wenn du Start gedrückt hättest? Weil ich ja L und R eingerastet habe mit dem Gummi. Oh. Und wenn ich dann Start zum Bestätigen des Namens gedrückt hätte. Ohne Mist. Ich wette, ich hätte sowas vergessen. Deswegen passt da bloß drauf auf.
Gut. Ich hätte das gemacht. Ich mache das aus reflexenderweise immer mit Start und dann auf A. Mhm. Ja. Weil wenn du Start drückst, gehst du, glaube ich, automatisch auf Enter und dann mit A bestätigst du das. Und deswegen, mach das, wenn du das huntest, Scarlett, bloß nicht. Schreib dir das hinter die Ohren. Chat sagt Scarlett, er soll das, wenn er das huntet, nicht machen, ja? Weil bei Scarlett kann ich das leider auch, ich kann es mir bei dir leider sehr gut vorstellen. Ja, ja, ich kann es mir bei mir selbst so gut vorstellen. Deswegen mach das nicht. Aber Chat wird trollen, Chat wird einfach nichts sagen und erst im Nachhinein so, oh hey, wer hätte es vielleicht nicht Start drücken sollen, Kappa. Ist, glaube ich, besser so. Regal zu Schillerpin, nein, das waren Full Odds.